Aber ich feiere die gelben Eilbrüstungen, muss ich sagen. Ich hätte davon gerne eine. Hätte irgendwie so gern so einen Alpkleriker Mix mit diesem Hut hier. So, haben wir noch was da besser? Eigentlich ist so jetzt alles geklärt. Nee, doch nicht. Bleiberecht, vertreibe die Separatisten auf gar keinen Fall. Er wirkt schon müde, ne, Fank? Muss man ja mal so sagen. Ich glaube, der hat keinen Bock, hier jemanden zu verraten. Wobei, ist auch immer so eine Frage, wenn der jetzt Emotionen hat und die Alps irgendwie als Geisel genommen haben und ihn erpressen oder so. Schwierig. Rüstung und Cowboyhut. Zitat, ich will Immersion. Ich würde natürlich erstmal gucken, wie das aussieht, aber man... Es wäre ja auch in der Hinsicht nicht unimmersiv, dass wir mit dem Lager der Mitte ja wirklich den Hardcore-Mix aus allen Fraktionen haben. So, ich will gar nicht zu Alois, ich will zu Horek. Also je nachdem, wie es aussieht, fände ich einen Klamottenmix auf jeden Fall nicht katastrophal. Ich weiß auch gar nicht, habe ich nicht mal gehört, dass man sich bei Elex gar keine Fraktion anschließen muss am Ende? Aber ich fände es irgendwie schade, wenn ich es nicht täte. Das würde mir fehlen. So, das scheint hier richtig zu sein. Ich dachte, das wäre Brabaks Hütte. Ne, da hängt doch vor allem Page drin. Hau ab! Ja. Feige. Wo finde ich ihn denn jetzt noch? Was war das? Wegen der Sache mit den Separatisten. Hast du eine Idee, was ich tun sollte? Im zweiten Teil, im ersten geht Fraktionszwang. Ey, spoiler doch nicht. Nein, Spaß. Du solltest schweigen für Caleb. Geht zu den Klärern und sagt, du hast dich geirrt. Ja. Mann, aber wieso sollte er sowas denn sehen? Ich meine, er könnte sich auch mit dem Separatisten davor getroffen haben. Und sind hier in der Nähe welche über den Weg gelaufen. Und die wollte ich auch noch suchen. Fällt mir richtig schwer. Ich bin eigentlich nicht so risikobereit, ne? Bin eher so der Typ, ja, dann bring ich sie halt um, dann machen sie auf gar keinen Fall Ärger. Scheiße. Aber das wären auch so mächtige Verbündete. Geh zu den Klerikern und sag, dass du dich geirrt hast. Kann ich nicht machen, dann bekomme ich von Caleb den Arsch aufgerissen. Außerdem bin ich mir noch nicht mal sicher, ob Fink nicht tatsächlich etwas im Schilde führt. Was, wenn er doch ein Spitzel der Alps ist? Ja, ganz meine Meinung. Du solltest dich nicht von Caleb einschüchtern lassen. Du hast recht. Schon seit meinen Tagen in Goliath habe ich mich von ihm herumschubsen lassen. Immer bin ich nur den anderen hinterhergelaufen und habe getan, was mir gesagt wurde. Ich habe schon von Anfang an ein schlechtes Gefühl bei Calebs Plan gehabt. Ich werde zu den Klerikern gehen und aussagen, dass die Alps unschuldig sind. Es ist beschlossen. Ich gehe zu den Klerikern und stelle die Sache richtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand wegen mir aus der Stadt geschmissen wird. Ja, nee, ich konnte auf gar keinen Fall sagen, er ist kein Spitzel oder ich war ein Alp oder was. Das konnte ich nicht. Ich höre hier doch was. Warum hast du diese Antwort gewählt aus Interesse? Ja, weil ich mir nicht sicher genug bin, dass Fank nicht doch ein Spitzel ist. Und zu sagen, ich wäre ein Alp und bin es auch nicht mehr, genauso wie Fank, wäre halt genau dasselbe. Da konnte ich nicht hinterstehen. So, was war noch? Das war doch schon Bleiberecht. Doch mit dem werde ich wahrscheinlich jetzt nochmal reden dürfen. Und der möchte mir bestimmt die Fratz polieren. Ich habe halt keine Beweise dafür, das Fank nicht doch ein Spitzel ist. Da hätte ich mir nur noch extra Ärger eingehandelt, vielleicht. Ich fand, das war auch die logischste Antwort, ja eigentlich nicht, ne? Ich meine, dann...
Ich widerspreche mich ja fast selber. Ich habe die eigentlich nur genommen, weil ich die anderen eben nicht vertreten konnte, ne? Weil zu sagen, lass dich von Caleb nicht einschüchtern, heißt ja nicht, dass man nicht vernünftige Entscheidungen treffen sollte, nur weil sie von einem Idioten kommen. Das ist ja auch dumm. So, hier ist er doch irgendwo drin, oder? Oder war hier nur Braybug? Hallo? Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Wie kommen die eigentlich hier hoch, sag mal? Bier und Weiber. Mehr brauche ich nicht. Ob ich dich nicht vielleicht nochmal abknalle, weiß ich nicht. Brabug. Und ich hab dich mal Brobug genannt. Ruhig hier. Du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass York ausgesagt hat. Ganz genau. Wenn wir hier alle untergehen, ist es deine Schuld. Und jetzt verpiss dich. Ich nehme es an. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Ich werde das Problem dann auch ausbaden, versprochen. Huch, was soll ich? Ach, jetzt quatsche wahrscheinlich mit Alois. Ach nee, Feng kann ich auch noch Bescheid sagen. Das ist ja fast logisch. Und sobald ich mit da besser durch bin, werde ich hoffentlich noch auf die Idee kommen, mal den Separatistentrupp zu suchen, der hier um Abessa irgendwie rumlatscht. Zumindest glaube ich, dass das hier in der Nähe war. Mich kurz irritiert. Das Robo-Geräusch. Kennt er hier wieder? Immer wenn ich schlafe. Ihr dürft in der Stadt bleiben. Du hast es also geschafft, dass York seine Lüge bei den Klerikern zugibt. Das ist gut und gerecht. Das System der Kleriker scheint zu funktionieren. Dafür, dass du mir ein wenig Vertrauen in die Menschheit zurückgegeben hast, will ich dir etwas geben. Ich hoffe, das ist angemessen. Das ist die Hälfte meiner Wochenration. 1000 Splitter pro Woche klingt jetzt nicht schlecht. Zeig mir deine Ware. Anleitung Elix-Trank, nee, das können wir schon alles sehen. Dann gucke ich eigentlich immer wieder in seine Ware rein. So, und die Bohnen sind hier noch, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Werden die mir markiert? Oh ja. Warum habe ich die Quest eigentlich hier angenommen? Komm, ich mache die Quest schnell fertig. Und dann suche ich die Separatist-Truppe. Ich will noch mehr Rocket Beans Voice Lines haben. Die sind witzig. Lass den Unfug. Selber. Lass den Unfug selber. Schlag nach links. Und geradeaus. Kaya missbraucht die Jetpack aber auch ganz schön hart. Der Weg ist richtig. Sagt mir zumindest die Map. War so weit unten, kommt mir gleich auch ein bisschen suspekt vor. Oder? Ach, hier geht's noch weiter. Okay. Gibt's hier einen Stein? Das sah irgendwie so aus. Bin auch ehrlich gesagt gespannt. Das ist mir heute auch irgendwie in der Bahn eingefallen, als ich den Podcast gehört habe, wie die Welt von Elex 2 aufgebaut sein wird. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Vorsicht, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut, also fassen wir mal zusammen. Chet war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Gut. Bezahlen wir den Wirt und hauen ab. Bei den Outlaws waren wir aber schon. Oder wurde jetzt hier was Neues aufgetan? Nee. Ich muss jetzt nach Ignadon. Nee, ich frage mich nämlich, wie die Welt von Elex 2 aussehen wird, weil Gothic 2 hat ja auch die Welt recycelt
Das hat gut funktioniert, weil man in Gothic 1 fast jeden Quadratmeter auswendig kannte. Und dann wurde die Welt halt so stark abgeändert, dass man sagen konnte, ja, Moment, hier war doch das und jenes. Und war eigentlich total fasziniert von dem, wie sich das alles verändert hat. Risen 2 hat dann auch wieder viel vom... Risen 3 hat dann auch wieder viel vom Vorgänger recycelt. Allerdings so langweilig, dass es einen irgendwie gar nicht fasziniert hat, was da passiert ist. Und ich befürchte, dass Elex 2 das ähnlich tun wird, dass sich dann Elex 2 vielleicht eher wie ein riesiges Add-on anfühlt, anstatt ein eigenes Spiel. Davor habe ich ein bisschen Sorge. Zumal ich jetzt sowieso schon nicht so weiß, wie die Orientierung in Goliath ist. Das heißt, wenn ich jetzt wieder ein Goliath wäre, würde ich das zwar wieder als Goliath wieder erkennen, aber ich wüsste jetzt nicht, dieses Haus war die Kneipe und hier habe ich hier dies und jenes erlebt. Es sind nur noch einige Wochen. Mit Geduld, ja, du hast ja recht, aber das ist eine Frage, die mir heute mal in den Sinn kam. Und die wollte ich hier natürlich auch mal breit treten. In der Hoffnung, dass mir jemand sagt, ich brauche keine Angst haben. Das ist wunderschön. Man kann natürlich auch Geduld verlangen. Berechtigt. Berechtigterweise natürlich. Ich denke mir meinen Teil. Boah, diese Random Voice Lines sind viel zu laut und viel zu wenig. Bei Gothic haben die ja wirklich dauerhaft gequatscht, atmosphärisch, und hier habe ich das Gefühl, mir brüllt einer ins Ohr und dann ist er wieder still. Bis der nächste mir ins Ohr brüllt. Ich spreche eigentlich viel zu viele negative Dinge heute an, aber irgendwie fällt es mir jetzt ein bisschen auf. Das sind natürlich alles Kleinigkeiten, aber nicht klein genug, um sie nicht anzusprechen. Und ich mache mich schon wieder super mit dieser Map hier in Ignadon. Irgendwie hilft mir die nicht. Hier auf dem Fließband wird es nicht sein, oder? Das wäre zu leicht. Fließband vor allem. Mehr so eine... Doch, es ist ein Fließband. Was laber ich denn? Wird es in diesem Gebäude sein? Nochmal stark gerecht. Kaya, du bist jetzt keine Hilfe. Aber hier drin ist schon mal richtig, glaube ich, das Gebäude. Welches ist denn das überhaupt? Und wo ist der Eingang? Darüber schweige ich mich aus. Ja, ich wollte wissen, welches Gebäude das ist und renne am Schild vorbei. Das ist Haus der Suggestoren. Oh Gott, was ist mit denen passiert? Was haben die mit den Rocket Beans gemacht? Guckt jemand? Nee. Für die Truhe habe ich irgendwie nicht genug Mumm, um die mitzunehmen. Hallo Balder. Weißt, du hast auch noch eine Quest mit uns, aber ich glaube, diese Quest war am Ende nur für nichts, wenn ich mich recht entsinne. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Ja, ich schon. Schade, dass die Dinge eigentlich keine automatische Ansage haben wie die Drohnen. Du guck mal auf die Steine. Bitte. Das Schleichen kannst du dir sparen. Schleichen bringt's hier nicht so wirklich, oder? Oder die haben eine krasse Awareness, ich weiß es nicht. Finde ich ein Bett. Ich versuch's gleich nochmal des Nachts. Aber ich will eigentlich kein Geld schon wieder als Strafe zahlen. Gibt's hier keine Treppe? Das Gebäude ist so riesig. Ja, hier. Eine Schlafkammer oder so? Was geht hier vor? Hallo Kleriker. Darf ich das benutzen? Oh ja. Ich wüsste gern, wie sich dieses Bett anfühlt. Es sieht auf irgendeine Art und Weise gemütlich und gleichzeitig viel zu hart aus.
Mit einer weichen Matratze finde ich das Bettgestell aber sehr faszinierend mit dem Monitor da drin. Mega abgespaced. Mit dem Regal oben drauf. Vielleicht brauche ich mir sowas mal so ganz ohne Erfahrung und Material und Werkzeug. Ja, so Tagträumereien, keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall gern so ein Bett. Ich habe bis zum nächsten Morgen geschlafen. Ich bin ja... Ja. Ich bin... Welches Wort wollte ich benutzen? Ich wollte nicht mehr dehydriert sagen. Ich wollte was anderes sagen. Ich glaube aus Portal. Ne, mir fehlen ein paar Prozente. So war's. Ich glaube, mir fehlen ein paar Prozente. Ich wollte nichts gesagt haben, ja. Die eigene Erkenntnis ist immer noch die schönste. Wenn es einem noch ein anderer sagt, dann fühlt man sich gleich doppelt dumm. Und Balder steht immer noch hier. Ja, danke für gar nichts. Geh doch pennen! Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Ja, du hast ja recht. Ich wüsste nicht, was du... Ich auch nicht. Komm schon. War doch klar, dass du hier die Tür setzt. Er ist das totale Chaos. Fanatiker unbedingt. Ups. Vielleicht ist er nach Norden aufgebrochen. Als... Wenn er denkt, ich friere mir für ihn die Eier ab, dann hat er sich geschnitten. Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war, ihn zu suchen? Was du nicht sagst. Ich hätte ein zweites Paar Stiefel einpacken sollen. Was für Chatten bei den Alps? Und mehr entspeichern kann ich jetzt auch nicht machen. Aber jetzt ist die Quest jetzt nicht einfach abgeschlossen, oder? Nee. Hä? Huh? Oh, Rogi? Das Schicksal von Abessa City besiegelt? Besiegelt klingt so scheiße. Wieso denn besiegelt? Oh, gruselig. Für Ruhm und Ehre. Moment, wo ist denn die Quest denn jetzt markiert? Oh nein. Ich sag doch, ich will Informationen haben. Ich werde einfach alle umbringen in Zukunft, okay? Was abgebrochen? Was soll denn das? Diese Kack-Konsequenzen regen mich ja langsam richtig auf. Das ist fantastisch. Endlich sehe ich neuen Kram. Was für neuen Kram? Hört auf mich anzuknurren. Ich wollte doch nur diese Quest hier machen. Und dann wäre ich doch noch besser gegangen. Wie schnell können denn die Probleme gelöst werden? Ich muss wo ganz anders hin. Das ist mir auch lieber. Voll rumgeschrien in der Wohnung. Das hat man euch in der Mitte wahrscheinlich nicht ganz so mitgekriegt, aber so dick sind die Wände jetzt auch nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Polizei gleich da ist. Dinge, die ich in 5 Durchgängen nie gesehen habe. Was ist das mit dem Abessa-Konflikt jetzt? Und dass er abgebrochen ist direkt danach? Der ist doch mega. Dann freue ich mich natürlich, dass ich dumm bin und die Dinge nicht so löse, wie ich sie gern hätte. Wahrscheinlich war das so eine dumme, überlogische Reaktion. Wie ist es doch logisch, den Techniker umzubringen, wenn man bessere Resultate haben will? Und zack ist der Techniker tot.
So, komme ich hier irgendwie geschickt hoch? Ich find's, also habe ich hier Leute umgebracht? Also, ja. Wenn nein, dann finde ich es mega gut, dass in der älteren Umgebung weniger los ist. Also irgendwie hat sich das gerade sehr atmosphärisch angefühlt, dafür, dass nichts da ist. Keine Logik, eher aktives Zuhören als Streamer ist das eigentlich schwierig. Nee, ich, das war mehr so eine random Vermutung gerade. Ich weiß ja noch nicht, was passiert ist. Das ist ja direkt wieder alles schief gelaufen hier. Was kotzt mich denn hier alles an? Ich brauche Ruhe und Frieden. Gut, dass ich auch mit halbem HP hier durch die Gegend laufe. So, kann ich mich hier kurz entspannen oder? Ja, gut. Dann speichere ich kurz und... Das machst du nicht ungestraft. Ah, die hält mich warm. Noch ein bisschen voreilig mit dem Sprit. Ja, genau das wollte ich haben. Und Gott sei Dank kann ich hier hochklettern. Ich warte noch, bis der Flächenschaden mich trifft von Kaya. Und jetzt erzählt er mir, dass der Typ in dem Konverter ist. Ne, so gar nicht. Ich muss hier weiter hoch. Boah, das schaffe ich doch gar nicht, oder? Darf ich abkürzen? Ich will die... Wenn ich die Quest jetzt nicht abschließe, dann wäre es völlig umsonst gewesen, dass die andere abgebrochen ist. Dann würde ich mich scheiße fühlen. Ich muss das jetzt schaffen. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Gibt's auch andere Wege? Außer die komplett durchs Verderben führen? Wahrscheinlich ist da noch alles voller Alps. Wer ist denn dann noch? Rogi und Micha. Ich guck Rocket Beans viel zu wenig. Ich habe immer damals Game One hart gesuchtet, als es... Wie lief denn das? Ich glaube, es lief auf Viva und noch irgendwo. Aber das war hart nice. Davon haben sie sich ja leider sehr distanziert von dem Konzept. Okay, ich versuche außen rum und einfach durchzurennen. Ein paar Alps werde ich hier wohl treffen. Kann die doch nicht einfach im Stich lassen. Ich habe schon eine ganze Stadt dafür im Stich gelassen. Vielleicht habe ich auch Glück und Caleb hat einfach nur, ist einfach nur ausgerastet und hat die Separatisten angegriffen. Und ist gestorben. Das wäre die beste Lösung. Bitte keine Toten, außer Caleb, Brabak und Outlaws. Oh, was ist nach vorne? Ich sehe Gebäude. Ach, da vorne, das ist quasi die Kurve des Weges. Seelenkraut. Bin kurz weg, jo, bis gleich. Hoffentlich ist das Mysterium bis da nicht aufgeklärt. Wenn das neues Zeug für dich ist. Denn das hier? Hilft mir hier eine Fackel eigentlich? Ja. Ich bin völlig wahnsinnig hier. Ne? Also, ich renne quasi. Es fühlt sich so an, als würde ich in Gothic 1 ohne Rüstung in den Orkfriedhof rennen. Und ohne Stats. Welches Schneegebiet ist denn schon easy? Ah. Nee, nicht Achtung, lauf einfach. Just run. Ich run einfach mal schneller.
Hallo. Zyklop. Warum ist der so freundlich? Er ist nicht freundlich, hat uns noch nicht gesehen. Hat ein bisschen gedauert mit dem Auge. Schwefel. Ich will hier ganz schnell wieder weg. 4 Granaten habe ich. Ich weiß nicht, wie viel ich damit tot kriege. Wahrscheinlich ein Vieh, wenn ich Glück habe. Wahrscheinlich gibt es nur noch Alpbeißer oder so. Richtig hart mutiertes Viehzeug. Ich wüsste auch nicht, wie das hier überleben würde. Na, das Ding kriege ich echt noch tot. Natürlich nicht. Wenn es auch noch die ganzen Kampfviecher gibt. Oh, aber der Teleporter kommt mir anders gelegen. Please don't shoot at me. Oh Gott. Die Kleriker haben nicht so viele Roboter oder so starke Roboter. Meinst du? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, der Weg stimmt. Ich kann mit der Quest doch nicht. Ich kann die doch nicht erfrieren lassen. Jetzt mal wirklich, wenn ich schon weiß, dass die hier sind. Oh, natürlich alles voller Alps. Was ist hier? Ein großer Elixbeutel. Könnte ruhig mal ein großer reiner Elixbeutel sein. Bin ich mal gespannt, ob ich mich da reinschleichen kann. Auch super, dass die mich hier einfach nicht sehen. Ich bin einfach ein wandelnder Marker eigentlich. Ich könnte mir sogar mit dem Orbitalbomben mit dem Mord treffen oder so. Aber ich wollte gar nicht, also speichern keine Schaden, aber ich wollte eigentlich auf die Map gucken. Immer weiter hier rein. Wenn die mir jetzt eine Kill-Quest geben, werde ich böse. Weil ich kann nichts killen. Und den Teleporter hat das aus irgendwelchen Gründen nicht aktiviert. Don't know why. Hier gibt's Asseln. Ja, die könnten ruhig mal ein bisschen mehr Erfahrung bringen. Das ist immer ein Schneegebiet. Heilschrott-Elixit. Wie sind die eigentlich an den Alps vorbeigekommen? Setzerbrot und gutes Messer. Naja. Die sehen gar nicht so schlecht ausgerüstet aus. Wie sind die hier nach Goliath gekommen? Oh, hier sind Tote. Aber leider. So ganz ohne Namen oder Inschriften, wie eigentlich übrig. Errol? Von mir aus kannst du hier verrotten. Wieso? Haben die den umgebracht? Errols Notizen. Oh, ich habe noch hier Karten. Grundstücke für die Base. Muss ich mir auch mal ranpappen. Errol. Hier. Ich komme wieder. Wer ist Errol? Warum gibt es 10 Erfahrungen? Oh, looten konnte ich auch noch. Das vergessen bestimmt viele. Ritter Edmundinslin. Ich habe das Gefühl, das sind harte Insider hier, die ich nicht verstehe. Weil ich mit den Typen nichts zu tun habe. Aber ich werde es lesen. Wie es mir aufgetragen wurde zum Anfang des Projekts. Hinter diesen Steinen liegen die Gebeine Edmundinslins. Verborgen des letzten großen Ritters seiner Zunft, Bezwinger der 4 Könige und Oberster des Ordens der ewigen Flamme. Seinen heroischen Tod fand er, als er in einem unbekannten Schloss eine Falle auslöste und von einer Steinkugel in den Abgrund befördert wurde. Das klingt nicht ritterlich. Er hat die RBs gefunden. Was sind denn RBs? Achso, Rocket Beans. Ja,
Vergessen wir was. Vergessen wir das. Ja. Aber wer ist Errol? Ist das einer von denen? Heißt einer von denen? Ist das kalt? Ja, aber hier lässt es sich wenigstens aushalten. Statt zu quatschen, sollten wir uns lieber fragen, was wir mit dem Zeug hier anstellen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine alte Radiostation. Dass es keine Küche ist, war mir auch... Sind die das? Oh, das ist Björn. Ich erkenne den Rest nicht. Das ist Björn, das ist seine Frau, oder? Ist das Lara Trautmann? Ich bin nicht so drin in dem ganzen Zeugs. Ja, und den Rest erkenne ich einfach nicht wieder. Falls das überhaupt die Rocket Beans sind. Aber sehr geiles Easter Egg. Mann. Ist das in deren Villa eigentlich? Ich kann es mir vorstellen, oder? Und die steht jetzt wahrscheinlich einfach leer. Ganz rechts dürfte Harry... Ja, ich bin nicht drin. Vor allem einfach, weil... Ich habe Game One so gesuchtet damit. Das war so geil. Ist dann mehr Familienhaus? Ja. Für eine einzelne Person wäre das Riesending auf jeden Fall eine Villa. Wenn wir das Teil in Betrieb nehmen, dann... Trixie. Kein Interesse. Ich verstehe die Insider nicht. Gar nicht mal so blöd, die Idee. Immerhin wissen wir, dass er noch nicht den Alps in die Hände gefallen ist. Okay, wer kennt sich mit der Anlage aus? Das bin dann wohl ich. Gut, du kümmerst dich um das Ding und wir planen die erste Sendung. Wenn das mal gut geht. Klar doch, aber jetzt lasst uns erstmal was essen. Mein Magen macht schlapp. Was gibt es denn? Bohnen, was sonst? Neisenstein! Sowas sagen noch Leute? Geil. Lara, Michel und Krugi sind halt Leute von den Beans. Ja, ach so, Lara gehört auch, das etwa ein Gehörnchen dazu. Ich meine, ich dachte, das wäre einfach nur der Game One Cast. Aber gut, da kann sich natürlich auch was ändern. So, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die machen eine Radiosendung auf? Werden die jetzt regelmäßig übertragen, wenn ich hier an so Radios vorbeilaufe? Das wäre abgefahren geil. Ui. Keine Zeit. Ich muss die Anlage reparieren. Ich dachte, ich krieg jetzt irgendwie als Begleiter oder für die Base oder so. Wo kommst du denn her? Müssen die Mülltonnen wieder ausgeleert werden? Hallo, hallo. Und jetzt verpiss dich. Ja, Gott sei Dank bin ich kein Fan, sonst wäre das jetzt so ein Triff nie deine Helden-Moment. Ich hätte wirklich gedacht, dass die mehr machen. Kaya hat mich hart verraten und bleibt lieber bei den Beans, verstehe. Gut, ich habe das Trauma lang genug herausgezögert, glaube ich. Ich gehe nachher besser. Bitte lass die Kuppel noch an sein. Immerhin. Oh Gott. Ach, Aufständische. Oh, das sind nur Kack-Outlaws. Oh, hab ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Oh Mann. Alles klar. Hauptsache, sie haben den guten Löffel noch an den Leichen gelassen. Scheiße, sind die ganzen Outlaws jetzt raus? Du Mörder? Wieso? Was habe ich damit zu tun? Alles okay, Gregor? Du kannst durchgehen. Jetzt ist es auch schon egal. Ich habe es immer gesagt, wenn wir bessere Kontrollen gehabt hätten, wäre es nie zu dem Aufstand der Outlaws gekommen. Ja. Gott, wie sieht's denn hier aus? Alter! Dieses scheiß Outlaws. Ich habe alles richtig gemacht, als ich die ausgedünnt habe.
bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Ja, ich hätte jetzt auch gerne gute Neuigkeiten. Dass das Alte um ein Vielfaches in den Schatten stellt. Angeblich geht es um den Prototyp einer neuartigen Rüstung oder sowas. Genau weiß ich das nicht. Alles, was sie verlangen, ist eine weitere Anzahlung des Vertrauens. Gut, aber das ist das letzte Mal. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu werden. Das ist ein todsicheres Ding. Du kennst ja das Prozedere. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um das Geschäft abzuwickeln. Wir sehen uns morgen. Das war's dann wohl mit dieser Stadt. Alter, was ist hier? Weißt du, für sowas krieg ich keine Flashbacks. Das ist doch nicht normal. Sind die alle tot? Ich meine, da vorne lagen noch nur Outlaws. Ja, hier ist so eine Drohne. Kann nicht sein. Dass hier jetzt nur noch Kleriker drin sind, dann ist ja alles. Also na gut, das sind die Outlaw-Hütten gewesen, ne? Die sind natürlich raus aus der Nummer. Kann doch nicht sein, dass hier nur noch Kleriker und ein Penner rumhängen. Kann ich bitte dafür sorgen, dass das neu bevölkert ist? Ich bin da besser, so cool. Vielleicht können die Separatisten jetzt einfach in die anderen Hütten ziehen und müssen nicht in der Gosse pennen. Bei mir sieht er besser im Spiel immer noch aus wie am Anfang. Ja, mir ist alles Blut verschmiert. Vivian, bist du da? Ich fand die sympathisch. Ich dachte kurz, sie ist tot. Was ist denn los? Du hast mir einen nicht vertrauenswürdigen Anwärter für den Job empfohlen. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Was hat sie denn gemacht? Du hast mir einen nicht vertrauenswürdigen Anwärter für den Job empfohlen. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Was hat sie denn gemacht? Wo ist sie denn? Das waren doch nur Outlaws. Wieso ist es denn logisch, den Outlaws zu helfen? Was kann ich denn dafür? Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht vertrauenswürdig ist. Ich fand sie vertrauenswürdig. Dann muss Fank jetzt büßen. Ja, hier ist alles ruhig. Immerhin. Danke, dass du geholfen hast, die Outlaws vor der Stadt zu entfernen. Wenn sie bei dem Aufstand dabei gewesen wären, wäre er mit Sicherheit anders ausgegangen. Oh Gott. Na, immerhin das. Scheiße. Kann mir mal jemand sagen, wie der Aufstand hier abgelaufen ist? Deine Entscheidung führt zu diesem... Ich hab doch alle Outlaws rausgeschmissen. Oder umgebracht. Wer anderen eine Grube kriegt, soll den nicht mal Stein schmeißen. Immer wieder höre ich das von dir. Aber gib mir doch wenigstens Notizen oder so, ich will wissen, wie das passiert ist. Also es ist ja okay, dass ich... Also nein, es ist nicht okay, dass ich schuld bin, aber... Ich will wissen, wieso. Wieso Separatisten mit Outlaws paktieren, das ergibt für mich gar keinen Sinn. Rhetorische Frage, da willst du eine Antwort? Ja, noch nicht. Ich habe ja noch nicht mit Alois gesprochen. Berserker. Was geschieht hier? Habe ich nicht hab geahnt, dass diese Anarchisten einen Aufstand versuchen werden. Jetzt müssen wir uns an den Wiederaufbau machen. Vor allem, ich habe doch gegen die gearbeitet. Ich habe diese scheiß Granaten aus dem Verkehr gezogen, ja? Wie schlimm wäre denn das geworden, wenn die Granaten gehabt hätten? Sowas passiert, wenn man Alps in der Stadt duldet. Was geschieht hier? Das können doch nicht wirklich die Alps gewesen sein. Das waren drei. Und die Kuppel ist auch an. Dann gib mir doch wenigstens eine Folgequest, dass du jetzt Rorik einstellen kannst oder so.
Ja gut, die Outlaws und Baracken sind natürlich leer. Danke. Wer ist hier aufgewacht? Ich höre doch was. Mitarbeiter. Und wir sind überall Saugroboter. Saug doch mal das Blut weg. Ist ja anstrengend. Zieht mich voll runter, ey. Gehört das ja auch noch zum Blut? Ich weiß nicht, ob das schon vorher da war. Hey, du! Ich brauche jemanden, der nach Ignadon geht und dort weiteren Bericht erstattet. Ja. Du gehörst doch zu den Freiwilligen, die sich vorhin verpflichtet haben, oder? Eigentlich nicht. Ach so, dann ist es auch egal. Wir haben viel zu tun, also fass dich kurz. Was möchtest du? Ich mach's doch, ja, hier. Was genau ist dir passiert? Du warst wohl nicht dabei, was? Nein. Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Dass es zwischen ihnen und uns irgendwann knallt, war abzusehen. Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für so wahnsinnig habe ich sie nicht gehalten. Ach, da fällt mir ein, ich bin dir trotz allem dankbar, dass du mir damals die Waffenlieferung gebracht hast. Wenn die Outlaws die Waffen gehabt hätten, ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Ich muss jetzt weitermachen, es gibt noch viel zu tun. Ich habe also quasi wirklich alles richtig gemacht. Was willst du? Ich hab zu tun. Oh. Das kommt ein bisschen ungünstig. Du möchtest etwas richtigstellen. Halt, bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat, wie sie Verhandlungen mit den Alps geführt haben? Ja. Hilfe schreiben. Also ich habe alles richtig gemacht, bis auf Nyra eingestellt und dadurch ist gleich alles im Sack oder wie? Vor allem die Kuppel haben die doch gar nicht zerstört. Warum sagt ihr das? Die war doch an. Ja, die ist an. Kuppel ist an. Er hat gesagt, die wird zerstört. Caleb ist nicht unser Anführer. Er regelt nur das meiste. Wie dem auch sei. Ich bin hier, um zu gestehen, dass ich für ihn gelogen habe. Du hast was? Ich habe Fank und die anderen Separatisten nicht gesehen, wie sie mit den Alps verhandelt haben. Ich habe nur gesehen, wie Fank sich mit einem anderen Separatisten unterhalten hat. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen aus der Stadt geschmissen werden. Zur Kenntnis genommen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Eine solche Tatsache zu verschweigen, bleibt nicht ohne Strafe. Aber darüber reden wir später. Ich habe jetzt zu tun. Wegtreten! Du Wahnsinnige, hast mir empfohlen, nicht gegen die Separatisten auszusagen. Bei dem Aufstand hätten sie mich fast getötet. Danke für nichts. Ich konnte das doch nicht wissen. Mich doch nicht fertig. Ich habe doch wirklich alle versucht zu fragen. Hilfe schreiben. Wir bitten eure Hilfe. Aus den Höhlen im Gebirge werden wir von Monstern und Mutanten überfallen. Sie verwüsten die Ernte. Wir haben Angst um unser Leben. Die Stadt braucht etwas zu essen und so können wir uns nicht mal selbst versorgen. In hoher Achtung, Hubert? Muss ich jemanden namens Hubert finden? Der Name kommt mir aber auch schon bekannt vor. Ich glaube, ich habe schon mal mit einem Hubert gesprochen. Oder mit einem Toten gesehen, der Hubert hieß. Ich höre doch etwas. Ja, höre. Höre, was du willst. Lebt Gottfried noch? Nicht. Solltet ihr euch überlegen. Bei Kalan. Wir haben den Aufstand der Outlaws überlebt. Wir kamen unverseucht. Nicht hilfreich. Hast du schon, das war der Tote. Hast du schon, das war der Tote im Tunnel vor der Kuppelstadt. Muss ich verpasst haben. Nyra. Daryl hat dann anscheinend einen Splitter von Nyra gekriegt oder was? Kann ich mal jemanden in den Notiz droppen oder so, dass ich mir durchlesen kann, was hier der Plan war? Mann, ich kann doch jetzt keinem Separatisten mehr trauen, das ist doch scheiße. Ich kann doch nicht. Alter. Ja, komplett die Party ab. Ich kann auch mich bei niemandem rechtfertigen oder so.
Will aber. Ich werde meine Kneipe weiterführen. Egal, was die Outlaws hier in der Stadt anrichten. Ah, schön, dass er hier geblieben ist. Aber komisch eigentlich. Das sah krass nach Kollektivstrafe aus. Hätte erwartet, dass sie den einfach auch nach oben schleifen und auch an die Wand stellen. Ich krieg hier scheinbar keine Infos mehr. Ich hab einfach Pech. Oh. Da war noch jemand. Da will man einmal nett sein. Ja, Inos leuchtet allen, die seine Weisheit erkennen. Ich bringe einfach wieder alle um in Zukunft. Dann passiert mir sowas nicht. Wohl mal war? Ein Haus. Finde ich hier noch was? Das wäre nicht die Lösung, klar. Fink hätte ich töten sollen. Nyra hätte ich töten sollen. Alle Outlaws hätte ich töten sollen. Ja, alles gut gewesen. Finisher gibt es ja, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube, ich kann die nur töten, wenn ich auch soll. Das ist eine Abesser-Quest, wahrscheinlich, ne. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Jetzt eine Ignadon-Quest. Oh. Das Ding auf einmal her. Skeks. Ja, ich habe den Blut da drüben umgebracht. Ganz vergessen, dass ich jetzt mittlerweile eine Armbrust tragen kann. Ich habe aber keine Munition dafür, ne? Doch. Offensichtlich. Wo waren denn diese Separatisten? Irgendwo? Firmengelände? Irgendwo hier haben mich doch eigentlich Separatisten angequatscht. Oder war das beim ersten Konverter unten bei Goliath? Das könnte auch sein. In der Nähe von Arx, wo ich den kennengelernt habe. Da bin ich fast versucht, seine Questreihe zu machen und ein paar Alps zu töten jetzt. Das macht mich ja ein bisschen sauer. Kriege ich, also, ich wollte gerade fragen, ob ich noch Informationen zu diesem Aufstand kriege, aber du weißt es ja wahrscheinlich selber nicht, wenn du jetzt das als neu empfunden hast. Muss ich mich erstmal hier an den Felsasseln auslassen. Das ist doch der Weg zum Konverter, den ich schon ausgeschaltet habe, ne? Ne, sie sahen so aus. Viele Spieler hatten aber diese Situation herbeigeführt, also bist du nicht alleine. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ich bin genauso nutzlos wie der andere. Ich will was Besonderes sein. Ich hab nicht getroffen, oder? Gemacht. Ich hatte schon befürchtet, dass ich jetzt sterbe. Aber ich dachte, du kennst die Situation noch nicht. Hast du nicht geschrieben, endlich was Neues? Oder war das, dass die Abesser-Quest plötzlich abgebrochen ist? Aber ob ich dazu jetzt noch Informationen bekomme? Ach nee, hier, das war der Tunnel mit den Krabbelfiechern. Damit brauche ich mich jetzt nicht beschäftigen.
Ich glaube, ich gehe noch mal nicht hier hin. Ja, die Einzige, was mache ich denn jetzt? Was habe ich denn noch für Quests auf? Edan. Waldputz. Ah, die geschwächten Alps. Die könnte ich schaffen. Diese Quest habe ich ja komplett vergessen, oder wo ist das? Ich kenne dieses Szenario nur aus dem Forum in Textform und hatte mich immer gewundert, worüber die schreiben. Wow. Der Außenposten ist in der Wüste? Wer macht denn sowas? Da will ich eigentlich nicht mehr hin. Zacken Magalans. Beeindruckend. Wofür sie wohl gebaut wurden? Weißen Zacken? Ach, die Windräder. Oh, ich liebe sowas, wenn so alltägliche Dinge in was reingeschrieben werden, die keine Sau kennt. Ja, diese Serie The Orville von dem Family Guy Macher, Seth MacFarlane, und das spielt ja auch irgendwie, keine Ahnung, zig Jahre in der Zukunft, ist so eine Star Trek Verarsche. Da finden die ein Smartphone und es ist einfach unkomisch, wie die nicht checken, wofür das da ist. So, einfach die Straße runter. Passt zur Satellitenschüssel, ne? Die beste Aussage trifft Falk zu Tankstellen. Blattviehzeug. Ja, Falk werde ich ja irgendwann wieder mitnehmen müssen, wenn ich mich traue, seine Questreihe weiter zu bearbeiten. Kann ich meinen eigenen Begleiter eigentlich töten? Ich würde Arx gern exekutieren. Ich will kein Risiko eingehen. Nachher verrät er mein Lager noch. Ray auch, oder wie der heißt. Was ist denn das? Ja, das sieht aber auf jeden Fall nach Berserkern aus. Das ist doch schön. Und da ist schon wieder so eine permanente Krautpflanze. Aber mega, dass man hier mal sieht, wie die Welt wieder grün machen wollen. Das scheint ja sehr gut zu funktionieren mit den Weltenherzen. Boah, ich hoffe, die... Nee, in den Norden ist ja keiner gekommen, ne? Zu den Alps. Wenn da ein Weltenherz stehen würde und das da plötzlich auch grün wäre, das wäre schön. Ja, hätte ich darauf nicht vielleicht selber reagieren können, anstatt dass du das einfach für mich übernimmst? Ich finde das auch. Also ich weiß zwar nicht, was hier angeblich mitgemacht wurde. Mit dem Weltenherz. Für mich sieht noch alles voll okay aus. Aber. Ich bin Google, aber. Oh, ich dachte schon, die reden mit mir. Stopp! So nämlich. Entscheidung. Wird schon richtig gewesen sein. Wenn sie Blätter reißen, wird es auf jeden Fall sehr doll richtig gewesen sein. So wie dieser Berserker tot liegt, wird es sehr, sehr richtig gewesen sein. Ich nehme die Axt trotzdem. Ich flatter mal ein bisschen. Das war auch ein bisschen persönlich gerade. War ein Outlaw, hat mir gereicht. So, Harald. Dieses Ungeziefer hat seine Lektion gelernt. Meine Axt hat reiche Ernte gehalten. Also komm mir nicht in die Quere, wenn du leben willst. Was ist dir vorgefallen? Na was wohl, die Ratten des Duchs sind hier aufgekreuzt. Haben das Maul zu voll genommen und küssen jetzt den Staub. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja. Das Gesocks hat es geschafft, unser Weltenherz ernsthaft zu beschädigen. Aber sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Sehr schöner Helm, muss ich sagen. Hand Piranha Bytes hat gute Helme noch nie so richtig hinbekommen, aber das ist mal ein positives Beispiel.
Ragnar wartet auf seinen Bericht. Dann kümmere dich darum. Du hast ja gesehen, was hier vorgefallen ist. Ohne neue Männer wird hier alles verdorren. Was hast du nun vor? Ich muss die Stellung halten. Der Schaden ist groß, aber vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Mit den richtigen Mitteln könnten unsere Setzer das Schlimmste ungeschehen machen. Bis es soweit ist, muss ich weitere Angriffe der Outlaws um jeden Preis unterbinden. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass sie sich so dagegen wehren, dass wir diese Wüste wieder bewohnbar machen. Brauchst du noch etwas? Fürs Erste ist hier erst einmal Ruhe. Aber wenn der nächste Angriff kommt, bin ich besser gut ausgeruht. Darum brauche ich genügend Zeug, um die Wunden zu versorgen. Will mir keine Infektion holen. Ich besorge dir etwas für deine Wunden. Gut. 5 kleine Heiltränke sollten ausreichen. Dann habe ich noch ein wenig in Reserve, wenn es hart auf hart kommt. Hätte ich nicht so einen schäbigen Verbandskoffer geben können? Ich habe hier ein paar Heiltränke. Respekt. Manch einer hätte meine Situation ausgenutzt. Nein. Und du teilst, was du hast. Na klar. Hier, ich schulde dir eh etwas. Ich habe ein bisschen was gut zu machen. Ich muss sagen, ich find's cool, wenn, weil ich jetzt dem Berserker geholfen habe, wenn sich das hier nach und nach vielleicht ein bisschen ausbreiten würde. Das Grünland, aber das kann ich von Piranha Bytes natürlich nicht erwarten. Das ganze Spiel ist eigentlich schon viel zu groß für das Studio gewesen. Das ist schon sehr erstaunlich, was man mit damaligen 33 Mann hier auf die Beine gestellt hat. Werde ich hier noch irgendwas finden? Also auf dem Weltenherz, da war ich ja schon. Aber Kaya hat das hier auch nicht angemerkt, dass ich den Berserkern geholfen habe. Eigentlich ein bisschen schade. Eine Zahnaxt. Da kann ich gleich mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Anleitung, Rezept, großer Mana-Trank und Knochenmarkbrühe. Das klingt ja köstlich. Das ist der Arbeit. Und ich darf seine Truhe aufschließen. Ja. Die Berichtigung lasse ich mir noch nicht zweimal geben. Das war wohl ja, nichts. Okay. Ich hab begriffen. Hey. Okay, dann anscheinend irgendwie hier anfangen oder was? Jawohl. Zu einfach. Ja, zu einfach, sagt er dann natürlich wieder. Lederhosen bringen mir nichts. Trockenfleisch, sanftes Klopapier und Zigaretten. Und Zigaretten. Und ich drücke X wie eine besenkte Sau. Dann klicke ich halt hier unten drauf. Mana, Mana. Eine alte Münze und ein Amulett des Wilderers. Das die folgenden Werte hat. Hier Freund und Überleben. Ist jetzt nicht so das Gesuchte. Warum? Also, was ist denn eigentlich heute passiert? Auf einmal kriege ich nur noch blutige Schauplätze zu Gesicht. Und kann irgendwie noch die Reste zusammenräumen. Ja, nee, da sehe ich schon wieder Monster. Gut, dann ist das hier aber mit der Quest erledigt. Ich frage mich, ob ich schon wieder hier Konsequenzen erwischt habe. Ob ich vielleicht hier noch Leute retten hätte können, wenn ich früher gekommen wäre. Das kann man ja alles gar nicht wissen. Aber ein schönes Bild tut sich hier schon auf. Und Waldputz, will ich da jetzt... Ich meine, ich muss eigentlich die Alps langsam auch mal killen. Mach ich jetzt auch, ich versuch's. Wir sind schon... Sind die gar nicht, ne? Stimmt, das sind die Separatisten. Boah, nee, ich kann denen nicht helfen. Ich kann das jetzt noch nicht machen. Das mache ich lieber. Da helfe ich lieber Angrim, als jetzt noch Separatisten erstmal zu helfen. Oh Gott, das war schon wieder dieses falsche Ding. Oh, Gott sei Dank bin ich hier raufgekommen. Und wir sind hier die Aggressoren. Was meinst du? Jetzt bei den anderen Alps, bei den Separatisten?
Kai hat's richtig drauf heute. Ich sehe Elex. Bei den Fraktionen? Meinst du jetzt zwischen Outlaws und Banditen? Berserkern? Gerade an der Wüste? Oder jetzt hier bei Alps und Separatisten? Generell. Na, immer die blauen Alps, oder? Also die normalen, also ja, Alps halt, die Separatisten. Alps halt. Also was anderes würde mir. Das wäre der perfekte Twist. Wenn man eine gesagt wird, ja, die Alps haben die ganze Zeit recht. Die anderen sind scheiße. Aber sagt ja keiner, dass ich es gut fände, wenn Alps und Separatisten sich noch gegenseitig killen. Oder wenn ich so ein Alp-Bombardement einfach mal auf so einen Outlaw-Posten lenken kann. Und dabei auch ein paar Alps draufgehen. Das wäre doch Win-Win. Das wäre toll.